Hallo liebe Poolfreunde. Ja, jeder von euch, der einen Pool hat, der hat auch so ein Gerät hier zu Hause. Und wir sind heute hier bei Speck zu Gast und zwar im Studio von der Wissenswelle. Und an so einer Poolpumpe, da kann man ganz schön viel auch reparieren. Es kann natürlich sein, dass mit der Zeit Teile verschleißen oder auch vielleicht defekt gehen. Und neben mir der Frank Kramer und der wird uns heute ein bisschen was dazu erzählen, was man selber machen kann. Frank, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz selber vor. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Frank Kramer, bin Badotechnik-Coach, darf euch heute Tipps und Tricks für die Wartung und Reparatur der Pumpen zeigen. Genau, wir freuen uns sehr drauf und los geht's mit dem Video. Frank, warum sollte man eine Poolpumpe regelmäßig warten und was genau bedeutet eigentlich regelmäßig? Okay, ja, warten natürlich ist wie beim Auto, du willst lange Freude daran haben, je besser du wartest, umso besser fährt es und bei der Pumpe genauso. Regelmäßig heißt, je nach Verschmutzung, was du Laubbäume um den Pool rum hast, musst du den Siebkorb alle 2-3 Tage oder vielleicht wöchentlich mal reinigen, im Herbst dann auf jeden Fall oder im Frühjahr dann, wenn die Pumpe in Betrieb geht. Du musst gucken, ob irgendwelche Undichtigkeiten von der Gleitringdichtung da sind, auf Motorgeräusche hören, das sind die wichtigsten Punkte. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wir haben hier ja schon eine Poolpumpe stehen, aber an der ist ja irgendwie was anderes. Ich finde das echt cool, so auch noch nicht gesehen. Wir können in das Pumpeninnere schauen. Frank, vielleicht kannst du mal den Zuschauern erklären, was sind die einzelnen Komponenten, die man hier drin sieht und was davon ist auch ein Verschleißteil, was man vielleicht mal kontrollieren sollte? Ja, hier sehen wir das aufgeschnittene Pumpengehäuse, oben den Glasichtdeckel, um reinzugucken, welche Verschmutzung im Siebkorb, das ist der gelbe Korb, vorhanden sind. Dann sehen wir hier das Laufrad mit dem Leitapparat und dann kommen wir schon zum ersten Verschleißteil, das ist die sogenannte Gleitringabdichtung, die Wellenabdichtung der Pumpe. Die sorgt, dass die Pumpe nicht tropft im Betrieb, dass die Welle abgedichtet ist. Weiteres Verschleißteil befindet sich im Motor, die sogenannten Motorlager. Das sind eigentlich die zwei Teile, die ja, gewartet werden müssten, wenn heute Verschleiß da ist. Wir sagen unseren Kunden immer, eine Pumpe, ihr wisst es vielleicht, sollte ja nicht trocken laufen. Und an der Gleitringdichtung haben wir ja aufeinander reibende Teile. Ich vermute gerade, das könnte irgendwie was damit zu tun haben. Habe ich damit recht oder wie sieht's aus? Ja, so ist es. Also ganz wichtig, wenn ihr die Pumpe in Betrieb nehmt, schaut, dass Wasser in der Pumpe ist, füllt die Pumpe auf, denn die Gleitringdichtung braucht die Flüssigkeit als Schmierfilm, als Schmierung, als Kühlung, sonst läuft die Pumpe trocken und wird relativ schnell kaputt. Okay, also lag ich damit richtig. Aber sollte die Gleitringdichtung kaputt sein, wie bereits erwähnt, wir haben die auch bei uns im Shop. Und wie man diese austauscht, das zeigen wir noch gleich, oder? Ja. Kurzer Szenenwechsel. Wir befinden uns hier bei so einem kleinen Versuchsaufbau. Da wird uns Frank auch noch mal gleich ein bisschen mehr was zu erzählen. Wir haben hier eine Pumpe stehen. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Älteren von euch, die schon länger im Pool-Business sind, die kennen dieses Modell eventuell noch. Das ist eine Beta. Die ist abgelöst durch die Badu Top 2. Ist das richtig? Genau. Erzähl mal kurz was zu der Pumpe. Ja, die Pumpe ist tatsächlich Originalzustand, gute 18 Jahre alt, noch nie repariert, also original Gleitringdichtung und Motorlager. Sie läuft noch, ihr werdet es gleich hören. Und wir haben hier einen kleinen Versuch aufs Bau, wo wir simulieren können, wie saugt die Pumpe an, was fördert sie. Ihr seht die Pumpe, drüber einen Kerzenfilter mit 2 Kartuschen, einen Durchflussmesser, Kugelhahn und die Saug- und Druckleitung. Ja, wir möchten mal simulieren, was müsst ihr warten an der Pumpe. Dazu haben wir natürlich Blätter in den Siebkorb und in der Saugleitung, dass man sieht, wie werden die Blätter eingesaugt und wo muss ich es rausnehmen. So, genug geschwafelt. Jetzt schauen wir uns das Ganze mit einem Praxisbeispiel an. Es geht also zur Sache. Was passiert jetzt? Ja, wir wollen euch mal zeigen, was passiert, wenn die Saugleitung undicht ist. Das ist häufig eine Frage, die an uns gestellt wird. Warum saugt meine Pumpe nicht? Wir wollen das mal simulieren, wenn die Saugleitung undicht ist. Das heißt, die Verschraubung nicht fest angezogen ist, was da passiert. Man hat gesehen, dass die Wassersäule über die Saugleitung verschwindet. Das heißt, wenn ich Undichtigkeit habe an der Verschraubung, kann ich die Saugleitung nicht evakuieren und die Pumpe kann das Wasser nicht ansaugen. Ich ziehe hierzu die Saugleitung mal fest und wenn du dann noch mal startest, werden wir sehen, wie wir die Pumpe zum Laufen bringen. Also war es gar nicht mein Fehler? Nein. Okay, dann probieren wir es nochmal. Das war jetzt wirklich ein leichter Schritt. Verschraubungen prüfen und die Dichtungen, die sich in den Verschraubungen befinden, auch prüfen, weil sind die Verschraubungen locker oder die Dichtungen, dann kann es sein, dass Luft angesaugt wird und dann hat natürlich die Pumpe nicht die Leistung, die sie
bringen sollte. Was machen wir als nächstes? Ja, als nächstes zeigen wir euch die Wartung, die Reinigung des Filterkorbes. Hier zur Pumpe natürlich ausschalten, den Kugelhahn schließen oder Sechs-Wege-Ventil schließen. Wir öffnen die Verschraubung vom Vorfilter. Und hier haben wir unseren Siebkorb mit der Verschmutzung. Genau, also den auf jeden Fall reinigen, das kann man auch noch ganz leicht selber machen. Sollte man natürlich auch machen, denn ist der voll, hat die Pumpe keine Leistung. Ja, bekommt sie nicht genügend Wasser und fehlt die Förderleistung. Einfache Sache, auf jeden Fall regelmäßig machen. Frank, wir haben häufig Kunden, die bei uns in der Reklamation anrufen und sagen, die Pumpe macht komische Geräusche. Und ist die Pumpe dann direkt kaputt oder woran kann es liegen? Es gibt verschiedene Ursachen. Einmal kann natürlich durch lange Dannennadeln im Laufrad irgendwo was drinstecken, das ein sonderes Geräusch macht. Motorlager können pfeifen, dann wäre es tatsächlich kaputt. Aber häufig ist auch ein Problem, der Lüfter streift an der Lüfterhaube. Und das können wir gerne mal unseren Kunden, unseren Zuschauern zeigen, wie sich das anhört. Ja, machen wir das doch mal. Okay, also du hast jetzt hinten an der Abdeckung ein bisschen gerückelt und schon hatten wir das Geräusch. Was kann man da machen? Ja, es kann durchaus sein, im Winter vielleicht, wenn die Pumpe ausgebaut war, ist sie irgendwo angestoßen, die Lüfterhaube hat sich verschoben oder ist eingedrückt. Prüfen die Lüfterhaube, vielleicht mal abnehmen und schauen, ob der Lüfter leichtgängig ist. Das kann häufig kleine Ursache mit großer Wirkung, eben die Geräusche, wie du sagst. Also, wenn ihr komische Geräusche habt, erstmal keine Panik, schaut erstmal hinten, ob die Haube bei euch fest sitzt und ob sie auch nicht irgendwie schief sitzt. Ihr könnt die auch abnehmen, die ist mit ein paar Schrauben gesichert. Ja, oder drauf geklipst. Ah, oder so. Also prüft das auf jeden Fall mal, weil eventuell habt ihr schon so ganz einfach das Problem gelöst und ihr braucht uns auch eventuell gar nicht anzurufen. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Gleitringdichtung wechseln, Laufrad wechseln. Wir müssen in die Pumpe rein. Was braucht man dafür? Das ist Pumpengehäuse. Ich habe die sogenannte Motoreinheit. Wir nehmen den Leitapparat ab. Nun montieren wir die neue Dichtung auf das Laufrad. Ich habe hier das Spezialwerkzeug zum Aufpressen